Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie du das Sommerfeeling zu dir nach Hause holst, auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt. Mit jedem Stückchen dieser leckeren Torte fühlst du wahrhaftig die Sommerstrahlen und die erfrischende Brise überall im Körper. Und das alles ohne Backen. Ich will dir nicht länger das Rezept vorenthalten, also lass uns beginnen. Wir starten mit dem Beerensirup. Lege die Beeren in einen Topf und gib ca. 50 ml Wasser dazu. Lasse die Beeren aufkochen und koche diese ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze. Stelle danach den Topf für ca. 20 Minuten zum Durchziehen zugedeckt zur Seite und fange mit dem Kuchenboden an. Dafür benötigst du 300 Gramm Butterkekse und 250 Gramm weiche Butter. Als erstes zerkleinere die Kekse zu Krümeln. Ich habe dafür eine Reibe benutzt. Schneller und feiner wird es mit einem Mixer. Vermische die zerkleinerten Kekse mit dem Butter. Lege den Boden einer Springbackform mit Backpapier aus. Verteile die entstandene Masse aus den Butterkeksen auf den Boden der Form, so dass ca. 1 cm dicker Tortenboden entsteht. Jetzt kannst du die Backform ins Kühlschrank legen. Nun kommt der wichtigste Teil, die Creme. Dafür benötigst du 2 Päckchen Gelatine, je 12 Blatt. Alternativ kannst du auch Agar-Agar nutzen. 10 Eier, 300 Gramm Zucker. Diese habe ich bereits in 2 Behälter zu je 150 Gramm aufgeteilt. Später siehst du auch warum. 1 Esslöffel Mehl, 150 ml Milch, 300 Gramm Butter und 2 Päckchen Vanillezucker. Als erstes trenne das Eigelb von dem Eiweiß. Das Eigelb gibst du direkt in die Mixschüssel. Mit dem werden wir gleich weiterarbeiten und das Eiweiß kannst du so lange im Kühlschrank verstauen. Schlage das Eigelb so lange, bis es eine schaumige Konsistenz erhält und heller wird. Gib dann 150 Gramm Zucker, Mehl und Vanillezucker hinein. Mixe weiter alles kräftig durch. Nachdem eine cremige Masse entstanden ist, gib die Milch dazu und rühre alles nur leicht um. Fülle die Creme in einen Topf um und stelle es auf ein Wasserbad. Koche so lange, bis die Creme dickflüssig wird. Bei mir hat es ca. 20 Minuten gedauert. Gelegentliches Umrühren nicht vergessen. Jetzt hast du Zeit, um den Beerensirup fertigzustellen. Durchsiebe die entstandene Beerenmasse ordentlich, damit der gesamte Saft getrennt wird. Das, was dabei übrig bleibt, auf keinen Fall entsorgen. Daraus wird eine tolle sommerliche Limonade. Wenn du es mit Wasser und Zucker kurz aufkochst, durchsiebst und abkühlst. Ein passendes Erfrischungsgetränk zu der Torte. Stelle den Beerensaft zum Aufkochen auf den Herd und gib ca. 300 Gramm Zucker dazu. Lasse es so lange kochen, bis der gesamte Zucker sich aufgelöst hat, stelle danach den Sirup beiseite zum Abkühlen. So sieht bei mir die Creme nach ca. 10 Minuten aus.
Nun sind bei mir 20 Minuten vergangen und die Creme hat eine dickflüssige Konsistenz. Stelle die Creme auch zur Seite, es soll auf ca. 40 Grad Celsius abkühlen. Jetzt kannst du die Butter hineingeben. Bei 40 Grad Celsius schmilzt die Butter beim Umrühren automatisch und es entsteht eine cremige Masse, die übrigens auch super lecker schmeckt. Jetzt kannst du die Gelatine zum Aufweichen in Wasser mit Zimmertemperatur legen und das Eiweiß in die gesäuberte Mixschüssel geben. Ich gebe immer eine Prise Salz zum Eiweiß beim Aufschlagen, so entsteht bei mir immer ein fester Schaum. Schlage das Eiweiß jetzt schaumig. Beginne mit der niedrigsten Stufe und steigere die Geschwindigkeit bis Maximum. Dein Eiweißschaum soll so fest, wie du hier siehst, sein. Gib die restlichen 150 Gramm Zucker hinein und mixe weiter, bis der Zucker sich aufgelöst hat. You've been talking about patience, hoping for everlasting. Nun kannst du die Gelatine ausdrücken und in der Mikrowelle etwas erwärmen, bis diese sich verflüssigt. Es soll bitte nicht köcheln. Achte drauf. Und jetzt können wir alle unsere Creme-Bestandteile zusammenfügen. Gib als erstes die Eigelbcreme zum Eiweiß und vermische alles mit einem Silikon- oder Holzspatel, bis dieser sich gut verteilt. Als nächstes gib den kalten Beerensirup dazu und vermische alles weiter. Was für eine tolle Farbe! Und dann noch die Gelatine hineingeben. Und hier auch alles weiter gut verrühren. Bei mir hat das Rühren insgesamt ca. 15 Minuten gedauert. Hole die Backform mit dem Tortenboden aus dem Kühlschrank heraus und gieße die Creme über den Tortenboden. Etwas klopfen und schütteln, damit die Luftbläschen aufsteigen. Nun geht's für die Torte in den Kühlschrank für mindestens 4 Stunden. Ich lasse es immer über Nacht abkühlen. Tada, der Sommergenuss ist fertig! Ganz vorsichtig aus der Backform herausholen. Ich umkreise dafür die Torte in der Form erst mit einem Messer, damit die Seiten sich gut ablösen. Nun ist deine sommerliche Köstlichkeit fertig. Noch mit Beeren dekorieren und genießen. Einfach lecker!